Neuer Monat, neuer geiler Content auf YouTube und auf Patreon. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Was gibt es diesen Monat? Diesen Monat gibt es auf YouTube und auf Patreon extrem geilen Content. Auf YouTube gibt es wieder eine neue Videoserie und auf Patreon auch. Auf YouTube werden wir die kompletten Grundlagen vom Orderflow machen. Das heißt, dass ihr sämtliche Grundlagen versteht, wie man den Markt liest, wie ihr erkennt, was, wie, wann und wo passiert. Und wie machen wir das Ganze? Überall. Bedeutet, ihr werdet im Footprint das Ganze lernen. Ihr werdet, wie man alles Mögliche erkennt. Ihr werdet erklären, wie man Exhaustion, Absorption, Front Pushing, wie man erkennt, dass der Markt gehalten wird, Spoofing, Trap Sellers, Trap Buyers, Dynamic Changes, Delta Changes, Stop Runs, Hedge Orders, Iceberg Orders und so weiter. Dynamikzuwächse, alles was es gibt. Alles, was es gibt, wie Märkte sich bewegen können, wie Real-Time Support und Resistance funktioniert, all das Ganze und wie man dann daraus auch Trade-Entscheidungen trifft, und zwar nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, Gegenwart. Das heißt, ich erkläre euch, wie ihr erkennt, was der Markt die nächsten paar Ticks machen wird, wie ihr das Ganze live im Markt erkennt. Das Ganze mache ich jeden Tag in meinem Live-Trading auf Patreon, wo wir jede Session $1,500 plus machen. Da erkläre ich auch live vorher, bevor wir einen Trade machen, erkläre ich punktgenau, wann wir wo reingehen, wenn der Markt was macht. Und wenn der Markt das dann macht, was ich vorher erklärt habe, gehen wir rein und haben einen Trade. Und genau das erkläre ich euch, wie alles funktioniert. Ich erkläre euch das Ganze im Footprint, ich erkläre euch das Ganze in Bookmap und ich erkläre euch das Ganze im Orderbuch. Ihr braucht dafür keine drei Software, sondern nur eine. Ich zeige euch aber, wie man ein und dasselbe, zum Beispiel wie man eine Absorption im Footprint erkennt. Ich zeige euch, wie man eine Absorption im Orderbuch erkennt. Ich zeige euch, wie man eine Absorption in Bookmap erkennt. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, was für euch das Beste ist, wie ihr traden wollt. Und ich erkläre euch für alle Softwaren oder für alle Herangehensweisen an das Orderflow Trading, wie ihr das Ganze richtig und vernünftig tradet. Das heißt, all die Basics, wie alles funktioniert, werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten auf YouTube lernen. Das heißt, wenn ihr neu dabei seid, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Für alle anderen, ein Daumen hoch würde mich sehr freuen. Ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst, weil jeden Tag uploade ich ein Video. Okay, was lernt ihr noch? Was machen wir auf Patreon? Auf Patreon vertiefen wir das Ganze und wir werden auf die ganzen Setups eingehen und werden das Ganze ganz, ganz viel live traden, dass ihr so viel Übung darin kriegt, wie es geht. Und zwar, Beispiel, ihr wollt weniger Trades verpassen. Was machen wir? Ihr werdet lernen, wie wir in allen drei Softwaren uns intelligente Alerts erstellen. Was sind intelligente Alerts? Intelligenter Alert ist, der darauf reagiert, dass der Markt was macht und nicht einfach nur, wir legen hier einen Alert hin und warten, bis wir das Level brechen. Das ist ein dummer Alert. Wir wollen intelligente Alerts. Bedeutet volumenbasierte Alerts, Delta-basierte Alerts, dynamikbasierte Alerts, imbalance-basierte Alerts, imbalance-basierte Alerts im Orderbuch, Pulling und Stacking im Orderbuch. All diese ganzen Sachen werdet ihr lernen, wie ihr in den unterschiedlichen Softwaren das für euch nutzen könnt, um einfach weniger Trades zu verpassen. Was soll das Ziel sein? Dass wenn zum Beispiel so ein Move hier kommt, ihr seht, hier ist ein starker Abverkauf, extrem dynamisch, wir wollen einen Alert haben. Dann lernt ihr zu erkennen, mit Hilfe des Indikators oder auch ohne, dass der Markt unten absorbiert wird und dass wir wissen, okay, potenzielles Reversal. Das heißt, wir wissen, wir können hier gegen die Bewegung traden. Dann lernt ihr zu verstehen, dass das hier ein potenzielles Target sein kann. Ja, der Markt läuft ein paar Ticks durch, ist total okay, Märkte laufen nicht tickgenau. Das lernt ihr auch. Dann seht ihr hier oben, seht ihr, dass der Markt hier exhaustet. Das heißt, ihr lernt zu verstehen, wie ihr erkennt, dass hier oben eine Exhaustion ist und dass wir wissen, dass der Markt die Bewegung wieder aufnimmt. Dann wollen wir das nächste Tief antesten. Dann passiert Front Pushing. Das heißt, ihr werdet erkennen, was Front Pushing ist und dass wir wissen, dass wir hier einen Long suchen können. Dann sehen wir hier, dass der Markt schwächelt, in eine Seitwärtsphase übergeht. Dann werdet ihr lernen, dass wir hier rausgehen. Dann werdet ihr lernen, okay, jetzt ist unsere Range zu klein in jede Richtung. Wir machen keinen Trade. Wir warten, bis wir die Range brechen. Dann werdet ihr verstehen, wie wir High Volume Breakouts nach Exhaustions in diesem Bereich und in diesem Bereich treffen. Dass wir schon wissen, wenn wir hier sind, dass der Markt short geht und dass wir hier nur noch die Bestätigung haben, dass wir dann wissen, dass der Markt ein Stück weiter runter geht. Wie im Pullbacks, wie hier mit Trap Bayern reingeht, mit starken Front Pushing. All diese Sachen werdet ihr lernen und zwar auch wieder im Bookmap, im Orderbuch und im Footprint. Und ihr könnt die Software für euch wählen, die für euch interessant ist, mit der ihr traden wollt. Ihr müsst nicht alle drei Softwaren haben. Es reicht eine, mit der man alles machen kann oder mit einer, mit der ihr nur eine Sache machen wollt. Das ist euch überlassen. Wenn ihr so eine eierlegende Wollmilchsau haben wollt, könnt ihr zum Beispiel Atlas benutzen. Da habt ihr eine Heatmap mit dabei, da habt ihr ein Orderbuch mit dabei und da habt ihr ein Footprint mit dabei.
wollt ihr einen etwas besseren Footprint haben oder einen etwas umfangreichen Footprint, macht ihr vielleicht NinjaTrader. Wollt ihr Bookmap benutzen, weil ihr die Heatmap so toll findet, empfehle ich Bookmap zu benutzen. Seid ihr die Orderbuch-Trader, empfehle ich euch Jigsaw Trading zu benutzen als Standalone oder Add-on für NinjaTrader. Ich werde alles vorstellen, alles erklären, was die Vor- und Nachteile sind, sodass ihr hinterher aussuchen könnt, was ihr wirklich von der Software nutzen wollt. Fragen, wenn ihr dazu Fragen habt, immer gerne stellen, wird alles beantwortet. Wir werden ganz, ganz viele Live-Tradings machen. Nächsten Monat, also jetzt diesen Monat auf Patreon, wird es extrem viel Live-Trading geben. Wir machen ja aktuell 2x Live-Trading pro Woche. Wir werden das manchmal auf 4 Live-Tradings an interessanten Tagen ausweiten. Wir werden mal einen ganzen Tag Live-Trading machen. Das heißt, es wird volle, volle, ohne Ende Live-Tradings geben, wo ich euch zeige, jede Session $1,500 plus, egal wie schlecht die Märkte laufen. Die letzten paar Tage, die Märkte waren sehr schlecht. Es ist der 4. Juli am Dienstag. Bedeutet Feiertag in Amerika. Märkte sind tot. An dem Tag traden wir natürlich nicht, aber jetzt schon davor merken wir, dass die Märkte schwächer werden. In Amerika, viele nehmen sich ein langes Wochenende, nehmen sich einen Brückentag. Das heißt, die Märkte werden sehr schwach. Und auch an solchen Tagen, an ganz schwierigen, illiquiden Phasen, werde ich euch beibringen, wie ihr traden könnt, und ich werde euch zeigen, wie man Geld aus den Märkten holt. Also, wenn ihr dabei sein wollt und nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal oder folgt mir auf Patreon, um noch viel mehr exklusiven Content zu bekommen. Bis dahin, macht's gut und genießt euer Wochenende. Ciao, ciao.